Besten Dank, Simi. Ja, und wir werden in aller Ruhe, Manu, die zweite Hälfte noch mal ein bisschen anschauen. Fadi hat ihre Aufgabe seriös gut gemacht. Kann dort dann phasenweise selber vergeigen in dieser zweiten Hälfte. Ja, das kann man so sagen. Fadi hat, wie man schön sagt, seinen Stiefel einfach abgespielt. Schlussendlich auch von den Fehlern von Kadetten profitiert. Die haben sich in den ersten 5 bis 10 Minuten von der zweiten Hälfte quasi selber zum Spiel ausgenommen. Sind sehr häufig aus guten Situationen am gegnerischen Goal gescheitert und so in unnötig in höheren Rückstand geraten und haben es dann irgendwie nicht mehr geschafft, die Lücke zu schliessen. Und Kadetten, einmal mehr muss man sagen, das kennt man schon aus der letzten Saison, schlecht in der zweite Hälfte gestartet. Ja, eigentlich hat man ja die Chance gehabt. Es war nicht so, dass man lethargisch auf dem Feld rumgelaufen wäre, sondern man hat sich schöne Chancen rausgespielt und hat die halt einfach nicht gemacht. Und so hat sich dann halt Fadi auch durch einfache Goal den Vorsprung rauserarbeiten und ja, Kadett hat es dann irgendwie nicht mehr geschafft, den Hebel nochmal umzulegen und Fadi wirklich nochmal in den Drängnis zu bringen. Besten Dank vorerst, Manu. Jetzt nehmen wir gerade mal einen von den Sieger zu uns an. Der Pascal Vernier, ich nehme das Mikrofon, damit man genau das so. Wunderbar. Pascal Vernier, Gratulation zu dem Sieg. Wir haben es vorhin gesagt, Kadett haben sich fast selber geschlagen, aber ihr habt eure Aufgabe einfach gut gemacht, Pflicht erfüllt. Ja, ich kann gar nicht mehr ergänzen hier eigentlich. Also, wir haben von den ersten Minuten an super gedeckt. Im Angriff sind wir auch super reingekommen. Also, ja, das ist der Standard, den wir einfach haben müssen und heute haben wir es abliefern können. Der Marvin Lier hat im Pauseninterview gesagt, wir müssten Gabor Chaza noch ein bisschen besseren Griff bekommen. Aufgabe erfüllt, das ist gut gelungen. Ja, also er ist halt ein super Spieler. Man muss einfach unbedingt die 1-1 spielen, sonst kommen die Goal von 10 Metern kommen einfach ohne Probleme für ihn. Und, ich habe das Gefühl, in der zweiten Halbzeit haben wir das recht gut umsetzen können. Ja. Mich hat auch gedacht, ihr seid heißer, motivierter in die zweite Hälfte eingestiegen wie Kadetten. Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wie heiß sie waren, sind, aber wir für unsere Fans sind sehr heiß gewesen. Wir haben die Punkte schon unbedingt wollen. Ja. Du bist einer der Leistungsträger gewesen, und aber auch euer Goalie hat ein sackstarkes Spiel gehabt. Matthias Schulz, Best Player geworden. Das hat natürlich mitgeholfen. Ja, also ich glaube, wenn man einen Goalie hat wie der Schulz, dann ist man immer froh. Also, oft hat er die Bälle, die er quasi muss haben, und er hat die Bälle, wo er jeden verblüfft damit, und das ist für eine Mannschaft ist das ein super Rückhalt. Besten Dank, Pascal Vernier. Und jetzt machen wir gerade ein bisschen die Übergabe von Sieger zu Verlierer. Nehmen wir noch Luca Maros zu uns. Besten Dank, Pascal Vernier. Luca, ihr habt euch irgendwo ein bisschen selber geschlagen. Der Einstieg in die Hälfte 2, der ist nicht glücklich. Ja, wir haben es am Resultat gesehen, definitiv. Also, wir kommen dort die 4-5 Goal über, machen vorne keins. Und so müssen wir am Rückstand nachrennen, die ganze Halbzeit. Dann kommen wir nicht wirklich an. Jedes Mal, wenn wir knapp davor sind, machen wir selber einen Fehler oder irgendetwas passiert. Und ja, sie machen einfach wie Goal wieder. Es war 12-11 in der Pause und dann aber sehr, sehr schnell 5-11. Ist man einfach nicht parat gewesen? Ja, nicht parat, würde ich nicht sagen. Aber ihnen ist es besser gelungen. Also, vorne haben wir schlechte Würfe genommen. Die Wahl war nicht gut gewesen, unvorbereitet. Durch das haben sie können befreit vorne aufspielen. Aber am Sonntag im Europa Cup, da ist es hervorragend gelungen. Jetzt in der Meisterschaft noch nicht ganz. Ja gut, wir dürfen Winterthur nicht unterschätzen. Also Kopper war eine gute Mannschaft, aber im Vergleich zu Winterthur ist Winterthur sicher körperlich stärker. Die Abwehr 3-2-1 ist das Bollwerk von ihnen, ihre Stärke. Und ja, mit dem haben sie uns geschlagen. Besten Dank, Luca Maros. Trotzdem noch ein paar aufmunternde Worte zum Schluss. Besten Dank, Luca Maros. Und wir gehen gerade wieder zurück zu unserem Experten Manuel Liniger. Ja, werfen wir vielleicht das allererste Mal schnell auf den Blick auf die Tabelle, wobei so ganz aussagekräftig ist die natürlich noch nicht, weil die einen Mannschaften sind ja kaum gestartet und die anderen haben jetzt eben schon ein bisschen mehr Spiel. Sollte jetzt gerade noch eingeblendet werden, schauen wir uns das schnell ein bisschen miteinander an. Wer sind deiner Ansicht noch, aber noch die Favoriten, die am Schluss wirklich vorne werden mitspielen? Es ist für mich noch extrem schwierig zu sehen, wer da am meisten Substanz hat. Da haben wir sie eingeblendet, Wacker Thun im Moment vorne von Otmar St. Gallen. Für mich eine positive Überraschung. Ja, wobei eben, es sind zwei oder drei Spiele gespielt. Wirklich aussagekräftig ist die Tabelle nicht. Und ich glaube, dass am
am Schluss von der Saison auch wieder die gleichen Mannschaften, die werden sie, die den Titel unter sich ausmachen. Ein Fragezeichen ist sicher Wacker Thun, wie die Abgänge von Leni Rubin und von Lukas von der Schwande können kompensieren können. Im Moment sieht es sehr gut aus. Und Otmar ist aus meiner Sicht so ein Wundertüte. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Saison werden bestreiten. Nochmal schnell zurück zu dieser Partie heute. Es hat wirklich ein paar Pfadi-Akteure, die sehr positiv aufgefallen sind. Eben der Schulz haben wir gesagt, Werni, der bei uns zu Gast war, der Marvin Lier. Also es hat mehrere gehabt, die viel Verantwortung übernommen haben und das gut gemacht haben. Ja, im Gegensatz halt zu Kadetten, die es keinen gehabt hat, der jetzt heute wirklich dominiert hat und für seine Verhältnisse eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Gabor Chaser hat eine sehr gute erste Hälfte gehabt, ist dann in der zweiten Hälfte ein bisschen untertaucht. Und aufgrund dessen, dass man so abhängig ist auch von seiner Leistung, hat dann am Schluss das Resultat auch so ausgesehen. Wir schauen mal noch schnell ein bisschen führen aufs Programm von MySport. Da kommt nämlich ganz viel Handball noch in dieser Woche auf Sie zu. Und vor allem auch international. Wir haben in der EHF Champions League Montpellier gegen Vardar. Ein Schweizer im Einsatz mit dem Nicolas Portner, unserem Champions League-Sieger. Westbrem gegen Kielce. Also zwei äußerst interessante Partien. Und dann am Sonntag Arlen Wisla Block gegen Wacker Thun. Manuel Liniger, was traust du Wacker Thun in dieser Champions League zu? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass vor allem bei den Heimspielen sicher Chancen haben, zum Punkt zu sammeln. Es hat der ein oder andere Gegner, wo jetzt nicht so den grossen Namen hat, wo man vielleicht auch auswärts etwas reissen kann. Aber dass man aus dieser Gruppe irgendwie so positiv daraus rauskommt, dass man eine Runde weiterkommt, ich glaube, das wird schwierig. Besten Dank, Manuel Liniger, unser neuer MySport Handball-Experte. Wir freuen uns auf weitere fachkundige Kommentare von Ihnen. Und Ihnen zuhause ebenfalls besten Dank fürs Interesse am Handballprogramm von MySport. Und noch ein Schlussresultat hier aus der nigelnagelneuen AXA Arena in Winterthur. Pfadi Winterthur schlägt Kadetten Schaffhausen mit 26 zu 23.